Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video dreht sich alles um LGBTQAI+ Custom Content Inhalte. Viel Spaß! Wie die meisten von euch sicher wissen, in diesem Monat steht alles unter dem Motto Pride. Und deshalb gibt es von mir ein kleines Pride-Special. Ursprünglich wollte ich euch heute die besten Mods zu diesem Thema vorstellen. Aber das Problem war, die meisten wurden schon ewig nicht mehr geupdatet. Und die, die ich dann gefunden habe, waren einfach zu wenig für ein ganzes Video. Und deshalb stelle ich euch jetzt eben die besten LGBTQAI+ Custom Content Inhalte vor. Also wir werden uns heute nur im Creative Sim aufhalten. Heute stelle ich euch nämlich nicht verschiedene Creator vor, sondern der Fokus liegt wirklich auf den einzelnen Items. Alle dazugehörigen Links findest du natürlich in der Videobeschreibung und nebenbei werde ich euch jetzt noch ein wenig mehr über Pride und über die LGBTQAI+ Community erzählen. Warum ich das mache, ist übrigens ganz einfach. Wir leben im Jahr 2022 und noch immer werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert. Auch wenn sich die Situation in vielen westlichen Ländern langsam bessert, sind wir noch lange nicht bei Gleichberechtigung angelangt. Und global betrachtet sieht das Ganze natürlich noch einmal ganz anders aus. Es gibt genügend Länder, in denen dich eine falsche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität in Lebensgefahr bringt. Dem müssen wir uns alle bewusst sein und gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeiten. Denn jeder kleine Schritt in die richtige Richtung bringt uns ein Stückchen näher ans Ziel. Aber dann starten wir jetzt gleich ins Spiel. Übrigens, die Dinge, die ich euch jetzt erzähle, sind wirklich nur ein paar kleine Basics, also wirklich für jeden geeignet und auch für jeden verständlich. Aber dann, los geht's! Wieder sind wir bei meiner Familie Sisi und heute bekommen alle ein kleines Makeover. Und zwar werde ich sie so herrichten, wie ich glaube, dass sie zu einer Pride Parade gehen würden. Und wie ihr seht, beginnen wir gleich mit Marie. Sie spiegelt das L in LGBTQAI+ wider. Also, sie ist lesbisch. Das bedeutet, sie steht auf Frauen. Was ist überhaupt Pride? Laut Wikipedia beschreibt Pride den selbstachtenden und damit stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität. Kurz zusammengefasst, man möchte zeigen, wer man wirklich ist, seine wahre Identität nach außen zeigen, für seine eigenen Rechte einstehen und einfach stolz auf sich selbst sein. Es geht vor allem auch um das Sichtbarmachen von sexuellen Orientierungen abseits der gesellschaftlich festgelegten Normen, also abseits des klassischen Vater, Mutter, Kind. Dabei steht aber nicht nur die sexuelle Orientierung im Vordergrund, sondern auch die Geschlechtsidentität, aber dazu später mehr. Denn jetzt kommen wir zurück zu Marie. Wie gesagt, unsere liebe Marie verkörpert also lesbisch. Ich liebe die Shorts in den Farben der lesbischen Flagge und auch die Flagge in ihrem Gesicht finde ich absolut großartig. Ihr Make-up habe ich übrigens in den gleichen Farben gemacht. Und was meint ihr? Würde Marie so zur Pride Parade gehen? Aber dann machen wir gleich weiter. Nun kommen wir zu Kim. Wie ihr sicher wisst, ich spiele nicht aktiv in diesem Haushalt, aber für mich war schon immer klar, dass Kim mit Marie in einer Beziehung ist. Lesbisch ist Kim aber trotzdem nicht. Sie ist bisexuell. Deshalb auch die bisexuelle Flagge in ihrem Gesicht und ganz kurz, ich liebe diese Frisur. Aber jedenfalls, was bedeutet Bisexualität überhaupt? Wenn jemand bisexuell ist, dann bedeutet das, dass sich dieser Mensch zu mehr als einem Geschlecht romantisch und/oder sexuell hingezogen fühlt. Man muss sich nicht für ein Geschlecht entscheiden. Man darf toll finden, wen man toll finden möchte. Wie wir hier jetzt zum Beispiel sehen, Kim ist momentan mit Marie zusammen. Falls sie sich aber einmal trennen sollten, kann es gleich gut sein, dass Kim dann mit einem Mann zusammenkommt. Oder natürlich auch mit einer nicht-binären Person. Denn als bisexuelle Frau fühlt sie sich eben zu mehr als nur einem Geschlecht hingezogen. Übrigens, ganz wichtig, auch wenn Kim ihr ganzes Leben lang nur mit Frauen zusammen ist und niemals mit einem Mann, macht sie das trotzdem nicht weniger bisexuell. Es geht dabei nicht darum, in welcher Beziehung man lebt oder welche Erfahrungen man gemacht hat, sondern um persönliche Empfindungen und Präferenzen. Und nun kommen wir schon zum nächsten Sim. Hier ist unsere Hannah. Für Hannah kommen wir jetzt übrigens zum Thema Geschlechtsidentität. Was bedeutet Geschlechtsidentität überhaupt? Das ist im Grunde ziemlich einfach. Dafür musst du erstmal für dich selbst folgende Fragen beantworten. Fühlst du dich weiblich? Fühlst du dich männlich? Oder möchtest du dich hierbei gar nicht festlegen? Wenn du dich weiblich fühlst, bist du eine Frau. Wenn du dich männlich fühlst, bist du ein Mann.
Und wenn du dich mit nichts von beidem identifizieren kannst, dich nicht festlegen möchtest oder dies variiert, dann bist du nicht binär. Deine Geschlechtsidentität hat übrigens nichts mit deinem Aussehen, deinem Körper oder deiner Sexualität zu tun. Es gibt hierbei noch weitere Unterteilungen, aber mir fehlt leider die Zeit, um darauf jetzt genauer einzugehen. Auf jeden Fall, Henna ist nicht binär und deshalb trägt Henna auch die Farben der passenden Flagge im Gesicht, am Shirt und sogar auf der Sonnenbrille. Aber gut, nun sind wir auch mit Henna fertig. Und zum Abschluss sind wir noch bei Michael. Bei ihm habe ich mich für die klassische Pride Flag entschieden. Sie gilt vor allem als Symbol für Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt. Diese Flagge vereint im Grunde alle queeren Themenbereiche, wobei es auch neuere Ausführungen gibt, um noch inklusiver zu sein. Und langsam kommen wir dann auch schon zum Ende meines Videos. Wie gesagt, die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Jetzt aber zurück zu Michael. An ihm liebe ich am meisten sein T-Shirt. Ich wollte es schon immer mal benutzen, aber bis jetzt hat es irgendwie zu keinem Sim so wirklich gepasst. Aber für diesen Anlass ist es einfach perfekt. Aber gut, dann sind wir jetzt auch schon am Ende meines Videos angelangt. Wie dir sicher aufgefallen ist, dieses Video war ein wenig anders als meine sonstigen Videos, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und ich hoffe, einige von euch konnten ein paar Dinge lernen, die sie vielleicht noch nicht gewusst haben. Wie euch sicher aufgefallen ist, mir liegt das Thema wirklich sehr am Herzen. Und eine Sache noch zum Schluss, seid immer, wie ihr wirklich seid, seid stolz darauf und steht immer für eure Rechte ein. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wie immer über jeden Kommentar, über jedes Abo und über jedes Like und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!